Ah, sorry, ich habe den Account kaum benutzt. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es darum, wie Your Olli minderjährige Mädchen anmacht. Ich habe ja schon einige Videos davor zu diesem Thema gemacht gehabt. Aber jetzt hat mir eine Zuschauerin von mir einen ganzen Chat zwischen ihr und Olli zugesendet. Und ich bin wirklich sprachlos, was für ein Mensch dieser Typ ist. Sie hat mir wirklich komplett den ganzen Chat zugesendet. Wir schauen uns das gemeinsam an, wie ekelhaft er sich an kleine junge Mädchen anmacht. Und ich war wirklich schockiert. Aber bevor wir zum eigentlichen Video kommen, Instagram und Snapchat einmal hier und einmal unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, viel Spaß und let's go. So Leute, ich würde mal sagen, wir fangen damit an, dass er sie auf Instagram angeschrieben hat. Und das nicht gerade... nicht gerade dezent. Wir schauen uns einfach mal das an. Da ist auch eine Sprachmemo. Das ist auch der hundertprozentige Beweis, dass es sich hier um Your Olli handelt. Und hier schreibt er ihr, wie man es natürlich macht. Treffen Fragezeichen. So natürlich schreibt man jede Frau einfach so an. Sie schreibt ja, wann und wo zur Info. Damit ihr das wisst, sie hat zu mir geschrieben, dass sie absichtlich, nachdem Olli sie angeschrieben hat, darauf eingegangen ist. Ob das alles genau so stimmt, kann ich natürlich nicht beurteilen, ob sie nicht doch mitmachen wollte oder nicht. Das weiß ich leider nicht. Sie ist nicht 17, wie sie angegeben hat, sondern sie ist 20, aber hat sich als 17 ausgegeben, um die Reaktion anzuschauen. Und ihr werdet gleich sehen, dass es ihn nicht ein bisschen interessiert. Und dass er sogar, das ist das Allerkrasseste, das heißt, er wollte wirklich an eine Jüngere rankommen, dass er sein Alter verstellt. Zu den ganzen Themen kommen wir aber noch. Hier schreibt er Treffen. Sie schreibt ja, wann und wo und dann kommt die Memo jetzt. Na, sorry, ich habe den Account kaum benutzt. Aus welchem Ort, Nähe Heilbronn und Stuttgart, kommst du denn genau? Wie lange brauchst du nach Heilbronn? Okay, kannst du dann immer so ab 18 Uhr oder wie? Okay, ich kann dir Bescheid sagen, wenn ich wieder da bin. So, jetzt habt ihr gesehen, Olli will sich natürlich direkt mal mit ihr treffen. In dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, wie alt sie ist. Hat sie einfach mal angeschrieben. Dann sind sie irgendwie auf Snapchat drüber gekommen. Wahrscheinlich haben die ihren Namen einfach ausgetauscht. Und das allererste, was sie zugeschickt bekommen hat von ihm, sind einfach mal von Your Olli. Leider hat sie die Bilder nicht mehr. Das heißt leider, mich hat es jetzt nicht so interessiert. Aber ich denke mal, es wäre ganz lustig gewesen, von Olli solche Bilder im Internet zu haben. Nicht, dass ich es weitergeschickt hätte. Aber er hat gleich mal drei ganze Videos zugesendet. Sie hat darauf reagiert mit Flammen. Und dann kommt er natürlich zum Punkt mit und fragt natürlich die Gegenpartei, ob sie auch mal Bilder schicken kann. Das Lustige ist einfach mal, Leute, der Typ schreibt einfach mit Boy. Also ihr wisst ja, der nennt sich immer Olli der Boy oder irgendwie sowas. Und der redet auch so. Ich lese euch jetzt einfach mal den Chat vor. Ihr seht das ja jetzt auch hier. Mach ich, du aber auch. Ja, aber von dir muss was Krasses kommen. Heißt mit Gesicht, wenn du willst. Und das wäre Endlevel. Sorry, nur ohne Gesicht. Okay, dann ohne. Und nein, das bekommst du alles, wenn ich dich treffe. Schickst du aber ein Video, damit ich weiß, wie es aussieht. Und sonst trifft sich der Boy nicht. Digga, dieser Typ lebt in einer eigenen Welt, glaube ich. Der Typ ist, glaube ich, total abgeschirmt von der komplett anderen. Den geht's einfach nicht gut. Den geht's komplett nicht gut. Dieser Typ ist komplett durch, Alter. Wer schreibt mit einer Frau in der dritten Person von sich, indem er sich Boy nennt? So Leute, jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt von allem. Sie schreibt, aber ist das mit meinem Alter echt okay für dich? Er schreibt ja Heide. Olli und Heide. Sieh, du weißt doch gar nicht, wie alt ich bin. Sag 17. Egal, ich bin 18,5. Sieh dann echt, ich dachte, du bist über 20. Können wir jetzt anfangen oder nicht? Kommt dann von Olli und jetzt. Ich finde dich so heftig geil, aber kein Bock, dass das schief geht, weil ich minderjährig bin. Sie betont das auch noch. Ja, sie schreibt nicht nur 17, sie schreibt minderjährig. Das ist schon ein großer Unterschied. Zwischen 17 und minderjährig zu sagen. Nochmal das wirklich zu verdeutlichen, um was es hier wirklich geht. Er dann, ja, dann lass es halt. Machst jetzt. Schick bitte. Uff, ich will mehr sehen. Ja, dann schickst du zuerst schnell Video. Ein paar Sachen lasse ich einfach mal nebenbei laufen. Könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr screenen und anschauen. Das ist einfach krass, Mann. Das müsst ihr euch wirklich vor Augen halten. Er ist 23, 24, wenn nicht sogar drüber. Weiß es auf jeden Fall, weil ich eine Verbindung zu diesem Jungen mal hatte. Also keine Freundschaft, keine Bekanntheit. Einfach nur durch dritte Person habe ich viele Informationen über ihn bekommen gehabt, die ihn kannten. Alles über Videodays damals. Wirklich, ich habe Sachen gehört, die wollt ihr gar nicht hören. So,
Dieser Typ ist auf jeden Fall plus minus 24. Okay. Sie ist 17. Nehmen wir mal an, es wäre jetzt wirklich 24, dann wären das 7 Jahre Unterschied. 7 Jahre, das ist fast ein Jahrzehnt. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist fast ein Jahrzehnt Unterschied. Sie betont, dass sie minderjährig ist. Das Einzige, was von ihm kommt, ist A, eine Falschaussage seines Alters. Das ist das Krasseste, meiner Meinung nach. So, würdest du dein wahres Alter sagen und dann noch weiter drauf eingehen, wäre es natürlich genauso schlimm. Immer noch eine schlimme Tat, keine Frage. Aber das zeigt einfach, dass er, egal wie, nur Interesse an jungen Mädchen hat und diese manipuliert und lügt, um sie auszunutzen. Sie sagt ja ganz klar und deutlich, ich bin minderjährig. Da steht nicht nur ein Alter, da steht minderjährig. Da steht das schon drauf. Als erwachsener Mann, erwachsene Frau, sobald das im Raum steht, muss man damit aufhören. Egal, ob man gerade was für eine Situation auch immer hat. Auch wenn du es jetzt nicht aushalten kannst, weil du so ein kranker Typ im Kopf bist und vom Explodieren bist, Alter. Ist egal, Mann. Da musst du Stopp machen, egal ob als Mann oder Frau. Das geht einfach nicht. Ein Erwachsener, der Minderjährige hier ausnutzt. Das Traurige ist einfach mal, dass dieser Typ wirklich so lange Zeit eine Plattform auf YouTube hatte, einen Namen bekommen hat und wahrscheinlich so viele Mädchen, die jünger sind, ausnutzen konnte durch die Reichweite, die er hatte. Inzwischen ist es leider so, dass man wirklich mit Abonnenten vieles erreichen kann. Und wer weiß, wie viele allein nur durch YouTube zu ihm gekommen sind, zu denen er Kontakt aufbauen konnte, die minderjährig sind. Und YouTube hat halt einfach all die Zeit nur zugeguckt, keiner hat etwas gemacht. Jetzt ist es zumindest, was YouTube angeht, nicht mehr der Fall. Und ich denke, das hat auch wirklich viele Vorteile jetzt. So, abschließend kann ich nur sagen, ich ekel mich wirklich vor diesem Typ. Ich habe wirklich fast schon Angst, dass so ein Typ einfach auf offener Straße herumläuft. Schreibt mal eure Meinung zu diesem ganzen Chat, was ihr davon haltet. Ich bin auf jeden Fall fast schon sprachlos, weil das ist echt ekelhaft krank, Mann. Das ist nicht normal, meiner Meinung nach. Das gehört eingesperrt, dieser Typ. Das ist nichts, was herumlaufen soll. So, wie gesagt, Leute, das ist meine Meinung. Das war es eigentlich auch schon von meinem Video. Instagram und Snapchat findet ihr einmal hier und einmal unten in der Videobeschreibung. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade krass aktiv dort. Abonniert mich auf jeden Fall. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Na, sorry, ich habe den Account kaum benutzt. Aus welchem Ort, nähe Heilbronn und Stuttgart, kommst du denn genau? Wie lange brauchst du nach Heilbronn? Okay, kannst du dann immer so ab 18 Uhr, oder wie? Okay, ich kann dir Bescheid sagen, wenn ich wieder da bin.